Rassismus reported. Ja, da musst du dich bei den Stofftieren beschweren. Die haben das Statement rausgehauen. So, und Grüße gehen raus an Major, der bisher noch nie ein Spiel der ersten Div verpasst hat. Jo, das ist doch auch was, ne? Ja, nice. So, es geht in die Knife Round und damit ab geht's. Stofftiere. Wie gesagt, sie haben selbst gesagt, sie haben zwei Türken dabei und sie sind zur Messerstecherei, sind sie auf jeden Fall gerüstet. Und Telko läuft hinterher mit dem Wischmob. So, der ist leider gestorben, das heißt, für den gibt es keinen Wischmob mehr. Und am Ende macht die Sauerei hier überhaupt keiner weg. Das heißt, Attex lässt es einfach liegen und lässt den Server einfach neu starten. Ja, damit dürfen sie die Seite aussuchen. Dauert noch einen kurzen Augenblick. Unten muss dann nochmal die Motivationsansage durchgeben. Ja, und denkt dran, wenn es um Liga geht oder um deutsche Liga, am Montag geht wieder die Meisterschaft los. Ja, am Montag geht wieder die ESL-Meisterschaft los in der Sommerausgabe. Freue ich mich persönlich immer drauf. Wer mit dabei ist, mal wieder meine Wenigkeit und der gute Clown zum Beispiel. Wieder zum Beispiel auch Danny. Oder mal gucken, wer sonst noch dabei ist. Sorka kennt man ja auch. Ne? Also die guten Menschen aus der Redaktion oder halt der gute Clown. Ne? Also ich freue mich wieder drauf. Hat immer wieder Spaß gemacht mit Clown das Ganze zu kommentieren über die Liga-Phase. Wird cool. Und mit Sprout, das dürfen wir nicht vergessen. Speedy zurück mit Dennis. In der Meisterschaft. Finde ich sehr nice. So, aber bis dann konzentrieren wir uns auf die 99 Damage Liga. Ich finde auch immer ganz schön, halt auch die Ergebnisse, weil ja die Teams auch in der 99 Damage Liga und in der ESL-Meisterschaft gegeneinander antreten, halt diese Ergebnisse immer zu vergleichen. Das ist halt super auch, um euch irgendwie einen Anhaltspunkt zu geben, wie die Teams gerade in Form sind und wie die Teams gegeneinander gespielt haben. Wenn die nur zweimal in der Season gegeneinander spielen, ist natürlich ja, nicht so aussagekräftig. Ne? Da kann man mal einen schlechten Tag haben oder so. Hier hast du halt eine Aussagekraft. Hier hast du zwei Ligen, die nebeneinander laufen und in beiden Ligen spielen die meisten Teams, die dann auch in der Meisterschaft in der ersten Div spielen und in der Damage Liga in der ersten Div spielen gegeneinander. Und dann hat man schon mal ein bisschen mehr Auswertungspotenzial, auf was auch ein Zuschauer zurückgreifen kann. So, wer ist dieser Speedy? Ich weiß es nicht. Kenne ich nicht. Auf jeden Fall, Attack startet auf der CT-Seite. Und ja, für Stofftier geht's flott Richtung B. So, da steht Konzo bereit. Hier ist erstmal mega blind, hat das Backup noch von Kito bekommen, dreht sich aber hier nicht mehr um und da wird das Tempo ordentlich angezogen. Uiuiui. Da ist man schnell bei den Plüschtieren Richtung B durch. Viermal steif wäre stolz auf sie. Da wird nämlich steif mal durchgegast. So, ist nur noch Söson an der USP. Mit der Kevlar und einem Traum hier irgendwie ein 4K zu machen. Der erste fällt schon mal, hat immer noch die Pillars als Backup, versucht den Spieler unten im Wasser als erst zu finden. Der sitzt auf jeden Fall. Aber wo sind die anderen beiden? Der weiß, dass einer noch hinter der Box steht. Wow, wow, wow. Knappes Ding. Und er zieht einfach durch. Aber das reicht nicht. Oioi, da macht Searson aber nur extrem spannend. Und dann fehlt die Munition. In der USP. Nice try. Aber schöner Push da von den Plüschtieren Richtung B. Hat mir sehr gut gefallen. Da wird jetzt Stefan einiges zu tun haben, weil da versuchen sie direkt wieder den Sumpf einzunehmen. Aber man reagiert erstmal nicht drauf. Man bleibt mit dem Setup Richtung Lang stehen. Also da kommt erstmal keine Reaktion. Sie warten sogar ab bei den Stofftieren, dass sich irgendwas zeigt. Aber Attex bleibt einfach wie eine Medusa, die ihre Gegner in Stein gemeißelt hat. Einfach nur auf ihren Positionen stehen. So, jetzt gibt es den ersten Contact. Das wird Tentingo da auch hören.
Und da rennt man voll vorbei. Aber er ist jetzt bekannt und das ist vielleicht die Chance zur Saison, dann nochmal auf den Refract zu gehen. Traut sich aber nicht reinzuziehen. Lieber abzuwarten. Und Stofftiere entscheiden sich Richtung B aufzuziehen. Kingo passt dann noch auf. Das heißt, da gibt es erstmal keine Probleme. Zwar hat man auch Konsol da im Underpass stehen, aber der B-Spot ist hier schon vollstens eingenommen. So. Und Attex ist ja zurzeit auf Overpass noch nicht bequem online unterwegs. Aber vielleicht in Runde Nummer 4, weil jetzt muss ich nochmal safen. Ja, und Stofftiere macht das Beste draus. Abwarten gespielt, die Disziplin wurde belohnt und am Ende geht's auf B drauf. Und das ist dann auch der Schlüssel zum Erfolg. So, und Stofftiere wieder unterwegs Richtung B. Also Sumpf scheint genau ihr Ding zu sein. Flashbang kommt gut rein, Tempo wird wieder mit zwei Leuten angezogen, nimmt den Raum erstmal ein. Und Attex, was machen die? Die gehen einfach nur Richtung Mitte, da wartet Tentingo wieder. So, der setzt an, Nummer 1 fällt, Nummer 2 fällt. Jetzt muss er aufpassen, Nummer 8 Schuss im Magazin, das ist dann zu wenig. Aber das 3K, das gönnt er sich auf jeden Fall. Attex wird sich über die AK freuen und die wird hier schnell von Kito in eine andere Position gebracht. Da sieht er so nochmal einen Kopf. Da wartet schon Boosty. Also gehen direkt auf die Jagd, um die AK wieder unter ihre Fittiche zu nehmen. So, 99 Damage ist Attack Fanboy. Also, da ich schon etwas länger mit Counter-Strike zu tun habe, schlägt mein Herz natürlich im internationalen Bereich, wenn Attex irgendwo spielt, natürlich immer für Attex. Weil ich bin damals mit Attex schon aufgewachsen, als ich Counter-Strike gespielt habe. Damals noch mit Moon und so, ne? Das waren noch Zeiten. Da waren die Schuhe. Da waren die Schuhe noch aus Holz. Und der Kartoffelsalat mit Mayonnaise. So, Teko in der Mitte unterwegs. Kito ist Blatt. Damit gehört ihnen erstmal wieder die Kontrolle auch. Sehr mutig das Spiel von Stofftier, gefällt mir. Nicht das Tempo rauszunehmen, sondern genau diesen Punkt schnell einzunehmen. Hier Richtung Sumpf schnell zu arbeiten, das mit Underpass zu kombinieren. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, was die Stofftiere bisher hier spielen. Darauf muss das Team der Alternate Boys erstmal eine bequeme Antwort finden online. Mal gucken, ob das hier möglich ist. Zumindest das 4 gegen 4, das steht schon mal. Aber sehr einzeln. Das heißt, Stefan muss da unten sehr, sehr viel Schaden machen, wenn es dann Richtung B geht. Sein Mate kann ihn dann nicht wirklich supporten, weil der achtet eher auf kurz. Die Refrags sind dadurch erstmal nicht möglich. Das ändert sich jetzt, da Konsole Richtung Wasser wechselt. So, erstmal ein bisschen Stress gemacht Richtung kurz. Jetzt löst man das Ganze auch vor B auf, entscheidet sich den Vorteil, den man sich erarbeitet hat, und zwar Richtung Mitte mit Boosty an der AWP, den versucht man jetzt umzumünzen und das Team langsam zu sammeln. Und wer schleicht sich denn da Richtung lang vor? Das ist doch Hunden. So, den nächsten hört er hier noch steppen. Mit gutem Time. Oh, da wurde er gesehen. Na, Autodirector, schäm dich. Hunden geht sowieso zurück. Okay, es geht auf den Spot drauf. Sie haben einen Richtung lang und das ist halt perfekt, aber da schießt Zierson vorbei. Aber sie haben immer noch Hunden Richtung lang. Der wird aber hier rausgenommen. Also, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Bei den Stofftieren. Und da wird direkt safen gegangen. Da muss ich Granate, da muss ich dem Granatenwerfer recht geben. Hätte Stofftiere noch Venom, würden die hier 16-0 gewinnen. Ja, wäre halt zu einfach dann. Deshalb ist Venom auch Caster geworden, weil sonst wäre Counter-Strike zu unfair geworden. Terrorists win. 3-0, guter Start. Attex kann keinen Profit rausholen aus dem Buy, den sie da vorgelegt haben in der Runde. Das heißt, das ist das 4-0 und Attex bewegt sich erstmal in eine CZ-Runde, kauft so ein bisschen um die beiden Waffen rum und
Stofftiere starten hier gut in die Partie rein und die nehmen einen guten Flow mit. Und das gefällt mir, weil das macht die Partie spannend. Und Attex hat gerade Riesenprobleme auf Overpass erstmal in die Partie reinzukommen. Das wird in der Runde noch nicht passieren, aber vielleicht ab der nächsten Runde, wo es dann wieder Waffen gibt. Und das muss dann der Umbruch sein für das dänisch-deutsche Lineup. Aber Telcor ist da schon sehr weit vor. Die Flashback wird gut reingeflogen, damit der Spieler an der Waffe ausgeschaltet. Und sie haben halt nur noch Konsole auf dem Spot. Der greift nochmal mit der AWP, mit der CZ ein, aber oben im Heaven, da steht schon Zierson mit der zweiten Waffe bereit. Der muss aufpassen. Da könnte immer noch einer Richtung Side stehen und er versucht, den Spieler im Wasser zu finden, was hier ohne wirklichen Erfolg durchgezogen wird. Kito nochmal mit der CZ nach vorne. Nummer 1 fällt. Jetzt zu zweit Richtung Pillar rum. Kito wechselt da die Waffe und da haben sie schnell eine 2 gegen 1 Situation rausgeholt. Und dann passt das. Stofftiere verliert die Runde. Trotz guter Eröffnung und trotz sehr, ja, guter Einnahme unten Richtung Monster. Den Raum bekommt man ja ganz flott. Holt hier den Frag. Findet Konsole. Der holt nochmal ein bisschen Zeit raus. Aber der Spot gehört eigentlich ihnen. Und dann sind es hier die beiden Spieler, die über Kurz und über Monster kommen. Die da kurzen Prozess machen. Und das ist die erste Runde für Attex. Damit auch natürlich jetzt super, weil sie jetzt vollständig runterkaufen können. Und noch ein bisschen Geld auf die Seite legen. Also der kleine Buy hat sich auf jeden Fall hier gelohnt. Und Stofftiere, ja, für die wird das erstmal ein müdes Lächeln sein. Bei dem Vorsprung, den sie haben und bei dem Geld, muss von Attex da noch eine Schippe draufkommen. Mal gucken, ob sie da Telcor auf dem Schirm haben. Der Molotov kommt gut reingeflogen. Super Backup da mit Zierson und Kito zusammen. Also die AWP hat da keine Probleme. Nochmal die Tür zugemacht. Und jetzt, das ist interessant. Nämlich die beiden Spieler wissen, okay, die Mitte gehört uns nicht. Wir versuchen jetzt hier, nämlich die Spieler hochzuschieben. Hunden hat schon die Position gewechselt. Und er kriegt jetzt einfach von Kito noch das Backup. Also man geht das Risiko hier nicht ein, weil man halt den Underpass sehr mutig eingenommen hat und dafür halt den Raum Richtung Mitte auflässt. Dass man halt das Risiko nicht eingehen will, dann noch einen Spieler zu verlieren. Und das ist absolut in Ordnung. So, Stefan hat da bisher noch nicht viel zu tun gehabt. Damit können sie auch wieder in ihr Standard-Setup wechseln. Zwei nämlich Richtung A-Side. Sogar einen dritten noch dazu gepackt. Aber Stefan fällt da und damit ist noch Konsole. Also sie machen eine Lücke auf. Und das soll der Split werden. Zwei oder kurz, Bombe kommt über Monster. Da wird nochmal abgesmoked, Flashbang rein. Und damit kann vielleicht Konsole eingreifen. Der wartet aber ihr ab. Gutes Backup von Hunden. Und Zierson ist auch schon in der zweiten Reihe dabei. Und da gibt es nichts für Stofftiere zu holen. Attex verteidigt das hier mit einer schnellen Rotation, was natürlich auf Overpass immer wieder sehr dynamisch funktioniert. Du hast hier eine schnelle Rotation für die T-Seite, aber auch eine schnelle Rotation zwischen A und B für die CT-Seite. Und das gefällt mir so gut an Overpass. Ich mag die Map einfach. Für mich einer der besten Maps, die Counter-Strike je hatte. Muss man einfach sagen. Weil sie einfach eine ganz andere Dynamik bietet durch diese sehr gebogene Mitte und der Spawn halt direkt beim A-Spot und so. Also es macht schon Spaß, die Map auch zu casten und zu schauen. Und wird eigentlich nie langweilig. Meiner Meinung nach. Was ist eure Meinung? Was ist eurer Meinung nach die beste Map, die es in Counter-Strike Global Offensive bisher gab. Vom Zuschauen her. So, Kito erstmal mit Zierson. Die halten einfach nur die Banane. Ah, sauber. Plus die Toilette. Zierson wird hier aber rausgenommen. Hat vorbeigeschossen, damit sein Todesurteil und Hunden steht hier alleine. Hat aber immer noch das Backup dabei. Konsole ist dazu Zeit schon hochgeschoben. Mann, das ist aber wunderbar. Hunden ist bekannt. Hunden frisst den Headshot und dann fliegt es an Stefan. Der kommt nochmal zügig in den Rücken reingefallen, will den Headshot hier setzen, aber Telcor lässt sich Zeit. Und am Ende ist es hier die fünfte Runde für die Stofftiere. Also sie können diesen Execute nicht aufhalten. Zierson verschießt und das Ding fällt zusammen wie ein Kartenhaus. So, Milizia. Season. Season finde ich cool. Ich mag Season. Zum Zuschauen mega cool. Auch zum Casten sehr cool. Es geht nur ums Zuschauen. Was attraktiv zum Zuschauen ist. Overpass sehe ich da schon. Mirage. Aber ich finde, dass das Overpass zum Zuschauen die beste Dynamik hat. Was einfach auch sehr abwechslungsreich ist. Dass du taktisch gut aufspielen kannst. Wird halt nie langweilig. Nicht so wie zum Beispiel
Das 2 oder so oder ein Cash, wo du halt irgendwann immer das Gleiche siehst. Klar wiederholt sich das auch irgendwann mal auf Overpass, aber du hast halt, du kannst halt viel flexibler spielen. Und auch hier zeigen die Stofftiere erstmal, dass sie ihr Spiel ganz gut unter Kontrolle haben. 5 Runden ist nicht verkehrt. Vielleicht sogar eine 6. drin jetzt. So, Kito nutzt dann nochmal die Smoke aus. Aber ansonsten bleibt man erstmal ganz ruhig vor B stehen und das macht hier unten super. Nummer 2 fällt, die Bombe ist getroppt. Bloß, dass der Spieler Stefan da ganz gut aushelfen kann. Das ist viel Zeit, dass Hunden nochmal die Position wechseln kann. Aber was macht denn da Nikes? Einfach nur ins Gesicht schießen. 1-gegen-1 Situation. Kito hat halt nur eine CZ. 13 Sekunden, legt die Bombe offen und das ist ein Todesurteil. Nein, er überlebt mit 42 HP. Kommt noch in die Deckung rein. Kann man hier die Todesnate setzen? Sie kommt nicht ganz an. 25 HP, Kito an der CZ versucht hier natürlich schnell rechts, links zu laufen und dann reicht das am Ende, die letzten AP abzuziehen. Nimmt die AK mit. Super Move von Hunden, wie er sich hier oben positioniert hat. Gutes Backup von Stefan. Da kann man den Waffennachteil ganz gut wieder kompensieren. Und Hunden kann sogar nochmal die Position wechseln am Ende, um nochmal Zeit rauszuholen, dass Kito hier eine schnelle Rotation einleiten kann. Und am Ende passt das, dass man mehr als genug Schaden da gemacht hat. Und Attex holt sich Runde Nummer 3. So, bei Stofftiere ist das Geld alle. Das heißt, geht schnell über einen Underpass. Da steht es hier so bereit. Geht aber zu einzeln raus. Jetzt wird es bei Attex auch mal ein bisschen flotter. Nimmt man schnell B ein. Und jetzt hat man eigentlich fast die komplette Information. Man hat hier schon geschaut Richtung lang. Man weiß eigentlich, dass der Spieler jetzt hier Richtung an, dass die Spieler Richtung Underpass stehen. Wenn da schon einer rauskam, hat hier Richtung lang gepiekt und hier Richtung Mitte nichts gesehen, kann es eigentlich nur die Spieler am Underpass sein. Deshalb macht man auch direkt mit 3 Leuten hier dicht. Und da steht man wie ein Bollwerk auf dem Spot. Und da brennt nichts mehr an. So, CPL Mill und Tuscan. Das waren vom Map-Overlay gleiche Maps, nur Tuscan hat einen komplett anderen B-Spot. Was B? Es war der rechte Spot. Ich sag jetzt einfach mal, das ist B. Bei CPL Mill war der so erhöht. Ja? Der war nicht auf der Ebene vom Übergehen, sondern der hat eine Treppe gehabt, wo man hochgehen konnte und eine kleine Tür und einen sehr verwinkelten Spot oben auf so einem Plateau. Und dann konntest du an der Treppe noch auf der Seite hochgehen und an der Rampe. Oder was? Nee, es war eine Leiter, sorry. Aber im Endeffekt vom Map-Layout eigentlich genau die gleiche Map. So, mal gucken. Was ist hier drin? 3 gegen 3 Situation. Hunden steht da bereit mit der UMP. Wechselt jetzt auf die P250. Ich weiß, da ist auch noch einer am Pillar unterwegs. Und Sirson hält die eine Seite. Boah, nette Schelle von Telcor. Nuki hilft aus, damit das Hunden platt und dann Kito wird es jetzt liegen. Nuki damit 18 AP noch rauszunehmen und Telcor zu finden. So, Telcor könnte ein leichtes Ziel sein. Ah, da guckt der Kopf raus, kommt nochmal nach unten. Durch die Flashbang kann er abhauen, auch wenn er selbst blind war. Und sie stehen beide Richtung kurz bereit. So, Kito versucht jetzt den Raum einzunehmen. Sieht keinen und die Zeit läuft gegen ihn. Was hat er noch an Granaten? Nichts mehr. Das heißt, er muss anfaken. Das macht er jetzt auch. So, ziehen gemeinsam rum. Erst der Feld und dann kommt hier ein sauberer Refrag von Telcor und die Runde ist vorbei. Das ist das 4:6. Also Attex läuft hier weiterhin dem Rückstand hinterher und die Stofftiere bleiben weiterhin in Führung. Also, gut sieht's aus für Stofftiere. 6 Runden. Ich würde sagen, damit können sie auf jeden Fall zufrieden sein.
Saison Richtung Lang. Diesmal gibt es die Eröffnung für Attacks. Man versucht, die Position Richtung Park einzunehmen, wo dann die AWP wartet. Dann wird auch direkt die Position getauscht, dass man jetzt hier so ein Bait-Setup hat mit Sirson, der einmal reinschießt und Kito soll dann die Lorbeeren ernten. Ja, das klappt ganz gut. Einen bekommt er. Stefan holt da auch die nächste Lorbeere ab für Attex. Und dann ist nur Takehor und Nice im 4 gegen 3, weil der Spieler in der Mitte gefallen ist. Und jetzt liegt es an Sirson. Nimmt die Bombe raus. 2. Hohoho, das hat weh. Autsch, autsch, autsch. Damit kann die Bombe gelegt werden. Netter Schuss da von Nikes. Ja, der weiß, dass einer von hinten kommt. So sucht jetzt die beste Position, wo er die Bombe legen kann. Wahrscheinlich verdeckt, weil er erstmal hier die Position ausschließen geht, ob die Bank dann auch frei ist. Theoretisch sogar nochmal die Option nach unten zu schieben, Richtung B-Spot. Ich weiß nicht, ob er mit beiden rechnet, Richtung Connector. Er hat keinen gesehen. Er weiß, dass einer Richtung Toilette oder lang steht. Und die beste Option, die er halt hat, ist die Bombe defensiv zu blenden hinter dem Standard. Aber kann er sich Richtung Bank aufstellen oder Richtung Stairs? Das kann er sich aussuchen. Auf jeden Fall vielleicht die Chance, sogar irgendwo das 1:1 zu holen. Und Attex schiebt nochmal komplett über den B-Spot Richtung CT. Und jetzt liegt es an Nikes. Was kann er aus der Position machen? Natürlich ein sehr guter Winkel, um dann mit der M4 anzuheben. Schaut nach oben, schaut nach hinten. Der Winkel ist gut, da steht sie fast in einer Reihe, dass er beide fast holen kann. Aber am Ende ist es Konsole, der das Ganze mit 56 HP überlebt. Und am Ende auch easy peasy diffusen kann. Und jetzt kommt die Pause. Ups, falsche Taste. Und zwar die taktische. Tag, tag. Jörg fragt direkt, was geht ab? So. Fragen über Fragen. Können die Stofftiere noch als Gewinner aus der Halbzeit hin rausgehen? Sind auf jeden Fall nah dran. Na, 8 Runden brauchen sie. 8 Runden wären ein super Ergebnis. So, kann Nuki heute noch mitspielen? Also ich denke, für die Div 1 in der Meisterschaft reicht es noch. Und für 99 Damage Liga Div 1 reicht es auch noch. Ich hoffe, die Frage konnten wir dadurch beantworten. Also vom Aiming her sollte es reichen. Ich denke, Nuki ist da noch gut genug, um das auszuspielen. So, Jörg, er zieht hier auch jeden. Läuft bei ihm. Ja, mal gucken, was die taktische Pause hergibt. Mal gucken, ob da nochmal irgendwo eine Kerze angezündet wird und der Geistesblitz kommt. Was ist mit euch? Wer ist für euch der Favorit in dieser Season in der 99 Damage Liga, in der Season Nummer 9? Ist es Attex? Ist es Ironix? Ist es vielleicht sogar ein Panthers? Wer weiß. Das würde mich mal interessieren. Gerne per Twitter unter dem Hashtag 99 Liga oder auch gerne an das Tag @Jitco auf Twitter. Vielleicht auch Berserk, ne? Berserk habe ich ja gelesen, sehr interessantes Interview mit Mali. Könnt ihr euch auch mal durchlesen. Mali ist echt ein Top-Spieler und ich bin gespannt. Berserk hat sehr gute Chancen, auch zumindest das zu zeigen, was sie können. Also das Lineup hat das Potenzial. Die Season könnte extrem spannend werden. Also ich denke, Ironix und Attex haben es dieser Season nicht so leicht. Bei dem Potenzial, was da rumläuft an Teams. Das bezieht sich fast auf alle. Man sieht ja schon, Stofftiere, die 6 Runden auf Overpass holen können, ist auf jeden Fall kein schlechtes Ergebnis. So, da fällt Kito in den Rücken rein. Und Kito macht hier auch den letzten 6:6.
War ein gutes Interview. Ja, ich fand's sehr gut. Hat mir gut gefallen. Ich finde das auch ein gutes Training für die Spieler, sich zu präsentieren. Interviews zu halten ist so wichtig in der heutigen Zeit. Und deshalb gibt es bei uns später auch ein Interview. Ich hoffe, da freut ihr euch drauf. Das Interview folgt nämlich nach diesem Spiel. So, mal gucken. Was ist hier denn Phase? Die Geld ist da, man versucht es auf Contact. Schönes Spray von Konsole und gutes Backup von Stefan. Damit machen Hunden Konsole und Stefan einfach mal den B-Spot dicht. Dann haben wir das 7-6 und ja, die Jungs von Attex gehen in Führung. Nach einem sehr holprigen Start ist man hier gegen die Stofftiere langsam im Spiel drin. Sirson will da nicht nochmal rumziehen, nochmal von Konsole ein bisschen geprefire. Aber am Ende ist das jetzt erstmal die Raumkontrolle für Stofftiere und die ziehen das Tempo an. Die wollen schnell die Mitte haben. Attex lässt sich erstmal auf dieses Duell nicht ein, will einfach nur schnell wieder aus der Mitte zurück, nicht dass Sirson da wieder fällt, weil das war bisher das öftere Mal so das Problem, wenn Sirson fällt, ist der Spot dann auch Richtung A sehr schnell gefallen, weil dann einfach auch die Manpower fehlt und so schnell die Rotation jetzt auch nicht da ist, weil die Stofftiere halt sehr flott und sehr zügig aufbauen. So, Waffe kann nochmal abgegradet werden. Das 4 gegen 5 wieder früh passiert, aber die Zeit läuft trotzdem wie in die Stofftiere online. Das ist sehr interessant. Man geht bei Attex wieder in eine sehr offensive Position, um früh Informationen zu bekommen. Und zwar bei Kito. Und das könnte sich echt ausbezahlen. Nur Sirson ist mega weit davon entfernt, hier überhaupt in der Rotation unten das Backup an Konsole und Stefan zu geben. Und das könnte ihn wieder das Knick brechen. Halt dieses Zweier-Setup. Der Molotow kommt da gut reingeflogen in den letzten 20 Sekunden. Die können nicht einfach durchpushen, die müssen das ablöschen. Und das kostet Zeit. Dadurch kann Stefan sich nochmal positionieren und der Schaden ist da. Kito versucht einzugreifen. Der wurde auch gehört von Nikes und Sirson steht halt oben bereit. Wird aber direkt gerefrackt und damit liegt es jetzt an Kito und der kriegt den Headshot. Und damit ist das die 7. Runde für die Stofftiere. Also diese frühe Eröffnung, die hat ihnen schon auf Inferno so ein bisschen geholfen. Deshalb kamen sie auf der T-Seite auch 4 Runden. Hier ist es halt auch wieder das gleiche System. Stofftier bekommt die Öffnung und versucht irgendwo gemeinsam dann aufzubauen, sei es Richtung A oder Richtung B. Und so bekommt man Attex mit sehr guter Aim-Gewalt auch unter Kontrolle. Gefällt mir. Also Stofftiere verdienen sich hier meiner Meinung nach eindeutig ihre 7 Runden. So, was hat denn Jörg gesehen? Irgendwelche Freundinnen? Bei mir oder was? Das ist mir neu. Da würde ich aber gern mal mehr darüber hören. Können wir gerne mal privat klären. Privat, Junge. So, die Smoke war nicht so geil. Von Kito. Alter, was? Echt? Was ist los, Mann? Okay, zurück zum Spiel. 2-gegen-2 Situation. Wieder zusammen auf den B-Spot drauf. Und die letzte Runde geht hier nochmal eine ganz, ganz knappe Situation, dass man vielleicht bei Stofftiere nochmal diese Runde holen kann. Das wäre natürlich super. 8 Runden wäre ein sensationell gutes Ergebnis gegen Attex. 8 Runden zu holen wäre echt gut. Nochmal der Block. Und, gutes Backup. Refrag kommt hier vor Sirson mit den Duels. Nein, er liegt mit 25 HP. Und was macht Sirson? Die läuft die Zeit davon. So,
So, wer findet wen als erstes? Oh, da guckt der Schatten raus, hat ihn gesehen. Er muss jetzt durchballern. Er müsste defusen. Aber reicht das von der Zeit her? Wechselt nochmal auf die Waffe. Da haben sie noch einen Molotow dabei. Und das wird nichts mehr in der Runde. Da kann er eigentlich fast schon selbst verbrennen gehen. Und das ist das 7:8. Also ganz, ganz knappe Geschichte. Am Ende geht die Runde an Stofftiere. Und damit gehen sie auch in Führung. Nein, Jitko hat keine Freundin. Was sind das hier schon wieder für Gerüchte, Mann? Team Speakdown. Das ist die älteste Ausrede, die man hört, ne? TS-Props. Nein, also ich bin immer noch Single. Also, wie gesagt, die Frauen können sich immer noch gerne bei mir melden. Kappa. So. Genau wie jedes Team immer noch einen XM Raid Boss braucht, ne? Ich stehe bereit. Tobias.stoll@freaksforyou.de könnt ihr mir gerne eure Anfragen stellen. Aber erst ab Div 2, bitte. Ja. Vorher nehme ich keine XM-Angebote an. So, wenn ihr Ersatz braucht, sagt Bescheid. Gibt's alles. 10 Minuten pro Map. Dafür brauche ich keine Ausrede bei uns. Mir ist das egal, ich habe Zeit. Mir geht's gut. Wir haben, wie gesagt, später auch ein Interview. Und zwar mit, lasst mich kurz gucken, mit... Wenn Attex beide gewinnen sollte, haben wir ein Interview mit Kito. Und wenn wir einen Win bei den Stofftieren haben, also ein Draw, dann holen wir Tentigo ran. Ja? Also lassen wir uns mal überraschen, wer es am Ende dann wird. Ja, Zech, bei den Sackos, die ich habe, ne, da muss halt was laufen. Ne? Hast du auch selbst gesagt. So, zurück zum Spiel. 7:8, CZ bei Boosty dabei und die erste Runde für Attex geht Richtung B. Und der Schaden von Telcor ist immens. Aber man ist über den Monstergang durchgekommen. Plus, dass man eigentlich immer noch so hofft, dass man hier den Spieler abfangen kann, der zu Backup kommt. Jetzt muss Konzo mit eingreifen. Das Team versucht jetzt die Zange hier zuzumachen. Das ist viel Schaden, der verteilt wurde. 15 und 15 AP macht zusammen 30 noch bei Attex. Und 2 AP bei Boosty, 100 bei Nuki. So, da steht Nuki breit, der hat nämlich noch 100 HP, damit den absoluten Vorteil. So, Smoke kommt rein und Sirson sollte da auch kein Problem sein, dass Nuki das ohne Probleme hier zu Ende bringen kann. Damit ist er mit 74 HP, zieht beide 15 HP Spieler aus dem Game raus und ja, und damit haben wir Attex mit einer verlorenen Pistol Round und das war die zweite in Folge auf Overpass. Tja, wer beide Pistol Rounds gewinnt, gewinnt auch meistens das Match. Bewahrheit sich das jetzt? Oder kann Attex hier gegen die Stofftiere nochmal zurückkommen? 7:9, es ist noch nichts vorbei. Es ist noch alles okay. Aber natürlich eine Sensation. So ein bisschen, wenn Stofftiere gewinnen sollte. Und bisher sieht es doch eigentlich ganz gut aus, was sie hier spielen. Also wie gesagt, die 8 Runden, die sie sich auf der T-Seite geholt haben, meiner Meinung nach auf jeden Fall verdient. So, Konsole mit dem ersten netten Schwenker da von Nuki. Der hat aber auch seine Maus gut am Kurbeln. Schon auf Inferno.
So, aber trotzdem, eine flotte Runde. Stofftiere haben da keine Probleme, die Runde auch auszuspielen. Das ist die 10. für sie und der absolute Waffenvorteil. Weil bei Atex hat man jetzt überhaupt nichts investiert, versucht über Connector zu kommen. So, das wird hier einfach von den MPs auseinandergenommen und die Runde ist schnell vorbei. Und damit holen sie Stofftiere Runde Nummer 11. Atex geht erstmal in doch einen großen Rückstand, muss man mal sagen. Also 7-11 ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Und vielleicht kommt jetzt die Zeit, wo Atex sagen könnte, okay, eine taktische Pause wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Besonders guckt ihr an, was Nuki da sammeln konnte an Geld. 9250 auf der Bank. So, jetzt liegt es an Atex. Waffen dabei, alle AKs, eine AWP, schneller Rückzug. Aber das nutzen sie jetzt gar nicht aus. Sie versuchen halt schnell irgendwie den Boost auszuführen. Und das scheint hier gut zu funktionieren. Also die Lücke gefunden bei Atex. Und das war frech gespielt. Der Spieler hier aus dem Connector zieht zurück. Sie nutzen die Smoke, versuchen hier schnell hochzuboosten und einfach den Spieler da zu finden. Kurz und schmerzlos das 4 gegen 5 rausgeholt. Damit Telcor nur noch Hackfleisch und den 10-Seits befördert. Damit ziehen sie sich vor B wieder zurück. Und sammeln sich in der Mitte. Jetzt weiß man natürlich nicht, okay, was steht hier noch im Sumpf? Sie machen das jetzt mit Informationssuche Richtung Monster und die bekommen sie auch. Damit wissen sie, okay, vor B steht nichts mehr, aber trotzdem kann immer noch was Richtung Kurz sein. Aber das kostet natürlich Zeit und die hat Atex jetzt, um kompakt über den Park aufzubauen. Immer noch einer in der Mitte stehen, das übernimmt Kito. Aber die Rotation, die wird langsam von Nikes eingeleitet. So, Sierson findet die Eröffnung. Also die AWP da unter einem guten Stern. Weiter nach vorne sein Team pushen zu können. So, jetzt geht's hier auf den Spot drauf. Hunden in der ersten Reihe. Hunden versucht direkt den Tracker einzunehmen. Und das passt. Zusammen mit Console geht das Dänen-Duo in die Offensive und nimmt hier den Raum mit Bravour ein. Das sollte die 8. Runde für Atex sein, weil der kann Tentingo eigentlich nur noch safen gehen. Da braucht er nichts mehr zu riskieren. So, flawless round für Atex. Und damit das 7-11. Das 8-11. Also Atex ist vielleicht nochmal früh genug wieder in dieser Partie drin, um die Stofftiere zu ärgern. Aber wie gesagt, der Vorsprung ist immer noch gut. Und wie wir sehen, können die Stofftiere weiterhin kaufen. Tempo bleibt bei Atex auch erstmal weiterhin flott. Über die Mitte soll es diesmal gehen. Stefan und Sierson bleiben beim Doppelpack erstmal nur auf den ersten Kontakt stehen, der Richtung Park vielleicht kommen sollte. Das gleiche hatten die Stofftiere auch im Sinn, nur Richtung Birthday Party. Ziehen sich danach auch direkt wieder zurück. Einmal kurz das Informationsspiel und danach direkt der Aufbau, das Boost, die vorne die Toilette hält und Nuki so ein bisschen die Information Richtung Lang holt. Ansonsten wieder das Dreier-Setup, erstmal Richtung B, aber da hat Atex überhaupt kein Interesse erstmal dran, sondern A, das ist ihr Ding, was sie ausspielen wollen. So, trauen sich langsam aber sicher nach vorne. Contact. Scheint das auch ganz gut zu klappen, weil sie kriegen halt keine Informationen, was hier Richtung Toilette abgeht. Weil das ist ihr einziger Spieler, der close steht. Sie haben zwar schon einen hochrotiert, aber Boosty könnte hier ganz, ganz schnell fallen. Da gibt es jetzt einen Execute. Boosty wird rausgenommen, also das wird auf jeden Fall gecheckt. Damit nur noch das Kreuzfeuer Richtung A-Spot. Wieder die Dänen auf dem Vorwärtsgang. Kito noch in der zweiten Reihe. Console findet auch in diesem Fall wieder Spieler Nummer 2, der auf dem Spot steht. Und Stofftiere hat Riesenprobleme, dieses sehr kompakte Spiel, was auf Explosivität ausgelegt ist bei Atex Richtung A, das unter Kontrolle zu bekommen. Da müssen sie einen Weg finden. So, da will man nochmal einen Retake gehen. Ah, einen bekommt man noch. Aber Nikes, der kann direkt schon abhauen. Weiß, dass einer hinter ihm ist, aber Console, der jagt hinterher, als würde es nichts mehr zu essen geben morgen.
So, damit ist das Geld erschöpft bei den Stofftieren. Gut angefangen. Kann zwei Runden gegen Attex kaufen. Aber dann war es das auch schon. Das heißt, es muss gespart werden. Dafür können sie nächste Runde wieder kaufen. Das ist okay. Muss man jetzt auch kein Risiko eingehen bei 9-11. So, versucht vor B den Raum zu bekommen. Wird am Ende auch dafür belohnt. Nämlich Kito ist einfach nur dauerblind. Und was macht Attex? Schnell auf dieses Spiel oder auf diesen Push Richtung B zu reagieren. Und den Park eingenommen. So, trotzdem der Vorteil für die Jungs von Stofftiere, der hier von Stefan direkt wieder disabled wird. Damit haben sie nur noch Tentingo auf dem Spot stehen, der auch direkt rausgenommen wird. Keine Chance für ihn, da irgendwie großartig was Richtung lang zu machen, wenn da so eine Gewalt, so eine Gewaltwelle oder so ein Tsunami angelaufen kommt von AKs. Oh, netter Frag da von Searsort. Kann man mal loben. Zweiter hinterher. Netter Schuss auf jeden Fall. Gut abgedrückt. Und damit ist noch Telkor, der wird wahrscheinlich einfach die AKs safen. Damit hat man zumindest für die nächste Runde schon mal eine AK gebunkert. Und die ist ganz wichtig, weil dadurch könnte Telkor auch noch Equipment holen. So, hier wird noch gesagt, der Caster wäre voll pro Attex. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber du kannst mir gerne ein Feedback hinterlassen, gerne mit Beispielen. Wie gesagt, ich finde jetzt nicht, dass ich sehr pro Attex hier caste, weil ich die Stofftiere schon oft genug gelobt habe für ihre 8 Runden, die sie geholt haben auf der T-Seite, was wirklich ein sehr gutes Ergebnis ist. Also ich denke, neutral genug, aber naja, das sind wahrscheinlich einfach die Stofftiere-Fans, die sich dann beleidigt fühlen, wenn man dann einfach mal über das Team vielleicht einfach einen kleinen Witz macht. Aber den kriegt Attex auch ab. So, Attex wieder schnell unterwegs Richtung Spot. So, da kann Tentingo nochmal gegenhalten. Tentingo findet sogar noch mit seinem Low-HP noch einen zweiten hinterher. Und noch einen dritten. Was ist denn da los mit Tentingo? Das ist ja wie ein Bollwerk auf dem Spot. Dann haben wir so noch Searson. Weiß er, dass beide über kurz kommen? Er rechnet mit einem an der Box, schaut drüber, schaut, dass er da vielleicht irgendeinen Schatten sieht, aber sie stehen zusammen im Kreuzfeuer. Das wird für Searson unmöglich fast. Aber da zieht sich spät rein. Was ist Ding von Searson? Da macht er den leichten Schwenker rüber. Und das 11-11, das ist auf dem Scoreboard. Damit Stofftiere direkt wieder geknickt und ab in die Mottenkiste für sie. Da werden die alten Plüschtiere erstmal eingestampft. So, die müssen jetzt erstmal wieder aufraffen. Nämlich mit einer Pistolenrunde. Gefällt mir sehr gut, dass man halt in den Pistolenrunden sich so aufsplittet in zwei Gruppen. Zwei Richtung Underpass, auch schon Richtung B. Das haben wir auch des Öfteren schon gesehen, dass sie sich das erste Mal, dass sie das machen, mit einer Flashbang oder versuchen, den Raum irgendwie einzunehmen. Und sie bekommen da immer ihren Frag und damit auch ihre AK in vielen Fällen. Im Endeffekt ist es halt eine Lücke, die bei Attex dann irgendwo ausgenutzt wird. Und in den meisten Fällen ist das dann ja sowieso Richtung A. Aber im Endeffekt hat man jetzt hier sehr viel Schaden gemacht. Kommt sogar noch eine zweite AK dran. So, Stefan reißt das weiter auf. Damit der A-Spot eingenommen. Ich finde es sehr schade, dass die Stofftiere die letzte Runde nicht geholt haben. Die hätte eigentlich sitzen müssen. Also besonders hier, wenn man weiß, dass Searson halt eine AWP hat, muss der Spieler hier schneller reagieren und Searson irgendwie rausnehmen. Und haben sie schon eigentlich ein gutes Kreuzfeuer. Und ich habe schon gesagt, eigentlich hätte das Searson nicht machen dürfen. Die Runde. Die wäre eigentlich safe für die Stofftiere da gewesen. Und am Ende dreht sich Searson rein und verteilt hier einfach den trockenen Headshot mit dem No-Scope. So, auf dem Balkon, ne, gibt's nix, Boosty. Auf dem zweiten da oben auch nicht.
12-11. Die nächste Runde für Attacks mit Waffen und das gleiche gilt für die Stofftiere. Also, die Runde war teuer. Das war absolut in Ordnung. Oh, was ein Tempo von Attacks hier aufgezogen wird. Um einfach nochmal zu schauen, wie viele hier überlebt haben. Hier einer, hier drei. Also das ist absolut in Ordnung für die Stofftiere, nämlich die beiden AKs durchgebracht. Das ist eine gute Runde, die sie halt ohne viel Equipment rausholen konnten. Aber hier das Tempo halt von Attacks so enorm. Und sie haben echt einen krassen Go hier über die Tür. Wo sie halt sehr schnell versuchen, diesen Raum Richtung Sumpf einzunehmen. Gefällt mir persönlich ganz gut. Und Konsol versucht, diesen Raum Richtung Sumpf auch jetzt zu halten. Dem sein Team Richtung B drauf gelatscht ist. Und sie haben immer einen Backstepper. Und das übernimmt Stefan diesmal. So, da hat er keine Probleme. Und der letzte sollte auch bekannt sein. Da in der Ecke kommt noch eine Smoke rein. Ist jetzt ein bisschen einfach nur gepre-fired. Aber ich glaube, Nuki hat Angst, da rauszugehen. Und von hinten wird schon wieder dicht gemacht. Die wissen ganz genau, was Phase ist. Also am Ende war es das auch. 13-11. Ja, trotz souveränen Start von Stofftieren ist man gerade ein bisschen gegen die Waffenrunden bei Attacks am Struggeln. Und das eindeutig durch das Tempo, was man hier aufzieht. Einmal Richtung Underpass, was mir persönlich ganz gut gefällt. Ich mag dieses flotte Spiel Richtung Sumpf. Und sie finden halt immer schnell die Lücke, die sie ausnutzen, zum Beispiel Richtung Park. Und das Spiel auf Contact Richtung A. Das war bisher so das Hauptproblem, was die Stofftiere hatten. Ja, und so ist es halt die 13-0 für Attacks. Meiner Meinung nach holt sich Attacks ja auch verdient wieder die Führung zurück auf der T-Seite. CT-Seite ein bisschen gestruggelt, aber ich würde sagen, auf der T-Seite wieder alles gut gemacht nach der Pistol-Round. Und auch gut die Schwächen erkannt, die bei den Stofftieren vorliegen. Die versuchen das jetzt so ein bisschen auszugleichen, indem sie die AWP etwas offensiver aufstellen bei Boosty. Attacks nutzt wieder den Park, um hier nach vorne zu kommen. Das ist wieder die nächste Lücke, die sie bekommen. So, das 13 zu 11. Wohin soll die Reise gehen? Für die Jungs von Attacks. Man baut sich wieder Richtung B auf, nachdem man nur ein bisschen Stunk im Park gemacht hat. Will man es versuchen mit einem Split, schüttet eine über die Tür auf. Da steht Tentingo bereit. Der hält zumindest erstmal die AWP dabei Laune, Searson. Aber der Spot ist halt eingenommen. Ah, das Duell kann Searson für sich entscheiden. Also wirklich sehr schwer für Tentingo da nochmal rauszukommen. 4-2 Situation. Attacks findet einfach sehr, mit einem sehr guten Feingefühl, diese Lücken. Und steht auch immer ziemlich gut im Afterplant. Und damit haben die Stofftiere echt Probleme. Auf dieses Contact-Spiel Richtung A und B bricht ihnen echt das Knick. So, Boosty will da nochmal die Waffe verteidigen. Und am Ende wird Hunden hier nochmal hinterherjagen. Ja, wenn er Glück hat, kriegt der Boost hier nochmal. Hat ihn kurz gesehen und jetzt will er hinterher. Komm, Hunden, letzter Spieler, deins. Da liegt der Molotow, kein Weg mehr für ihn da. Wobei er nochmal fast den Molotow rein und verbrennt. So, Kito wurde von uns, glaube ich, auch trainiert, weil den haben wir dann wahrscheinlich gleich im Interview. Mal gucken, ob er diesmal ein wenig schneller aufs Discord findet. Letztes Mal musste er das Discord installieren, gefühlt, um mit uns reden zu dürfen. Na, ich hoffe, Skars ist da hinterher und sagt, Kito, guck, dass dein Discord funktioniert, sonst hau ich dir auf die Finger. Oh, die Flashbang. Oh, er dreht sich halt weg und die Flashbang fliegt ihm halt direkt vors Gesicht rein. Da machst du halt nichts bei Nuki. Nette Idee, da ein bisschen offensiver aufzubauen, aber in dem Fall erfolglos. Ah, die Flashbang war auch gut. Da kommt Boosty nicht zum Schuss, beziehungsweise schießt er seinen eigenen Mate an. Hunden direkt mit dem nächsten hinterher. 3-5 Situation. Stefan mit 13 HP. Der Rest hat bisher keinen einzigen Schadenspunkt gefressen.
Man baut sich hier auf Contact wieder Richtung Toilette auf. So, unten steht er schon bereit. Kann man den einen Spieler dann der Toilette finden? Und das ist Tentingo. Der bekommt jetzt schon das Backup. Steht aber trotzdem bei der. Kein Refrag möglich. Der geht auf Informationssuche. Aber das könnte extremst hart werden. Hunden passt noch nach hinten auf. Und das sollte er auch weiter tun. Will aber seinem Team erstmal das Backup geben. Richtung Side. Und da kann Wusti absolut gar nichts machen. Jetzt kann schon wieder um hinten kümmern. Boah, was ein netter Headshot da von ihm. Locker abgesetzt, hingekniet und Headshot gegeben. Und damit ist nur Tentingo der hoffnungsvolle Spieler Richtung Toilette, wird die letzte Hoffnung für die Stofftiere. Und das ist das 15:11. Also, nach der Pistol Round fährt hier Attex einfach nur drüber. So, was heißt das jetzt für die Jungs von Stofftiere? Wie hoch sind die Chancen mit Farmers, ein bisschen Equipment, nochmal die Runde irgendwie rumzureißen? Klar, der Loser-Bonus ist schon seit Runden und Dekaden auf voll. Und Saison macht auch direkt die Eröffnung. Sie gehen halt zu dritt Richtung Mitte vor, wie man das gerne mal auf Overpass spielt. Und am Ende wird das hier auch belohnt, nimmt zusammen den Connector auseinander und es bewegt sich langsam aber sicher in fast die perfekte Hälfte für Attex. Konsole auch hier mit dem Duellgewinn Richtung Kurz und jetzt hat Attex eigentlich die freie Auswahl, wohin die Reise gehen soll. Das ist ihn frei überlassen. A oder B, ist eigentlich egal beim 2 gegen 5. Nur irgendwo gemeinsam hin, vielleicht noch einen Backstepper abstellen. Sie machen es trotzdem sehr, sehr langsam. Stefan passt da auch auf. Das war's. GG Webplate. Attex holt sich hier solide den Sieg. Nach ein bisschen Struggeln auf der CT-Seite findet man hier gut wieder in die Partie rein. Auf der T-Seite lässt man nichts anbrennen und damit holen sie sich verdient hier die Map Nummer 2. Mein Respekt. Die Stofftiere sehen hier zumindest in Hälfte Nummer 2 kein Land. Tja, GG Webplate. Anders kann man es nicht sagen. Da muss man einfach Attex sagen, dass sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Hier nachkommen von den Stofftieren. Wirklich, was mir sehr gut gefällt, wenn sie irgendwo gemeinsam hingehen und ihre Eröffnung finden, hat das sehr gut funktioniert. Zumindest auf Overpass hat der Gameplan so weit funktioniert, dass man Attex so ein bisschen ins Schwitzen bringen konnte. Wirklich sehr viele Runden auf der T-Seite geholt hat. Und ich denke, mit dem, was sie heute gelernt haben oder was sie heute mitnehmen, vielleicht gegen Attex auf Overpass, kann wirklich bestimmt drauf aufbauen. Nur CT-Seite müssen sie wirklich nochmal schauen, dass sie sich da nicht so leicht von Gotthunden dann am Ende readen lassen. Das ist sehr schnell in die Richtung umgeschlagen, dass Attex halt dieses Kontaktspiel und diese Lücken sehr schnell ausnutzen konnte. Aber ich denke, sie nehmen das auf jeden Fall mit, werden sich die Demo nochmal anschauen und dann sind wir hier. Ja, vielleicht mit einem Stofftiere dabei, die auf jeden Fall, ich denke, ihr Ziel ist es, die Liga zu halten. Und ich denke, wenn sie weiter an sich arbeiten und auch die Großen hier so ein bisschen ärgern und gegen die Kleinen gewinnen, denke ich mal, dass hier vielleicht sogar ein Klassenerhalt drin ist. Muss man einfach sagen, was sie bis so gespielt haben auf der T-Seite, was sehr befreiend und sehr erfrischend wirkt, weil es auch sehr flott ist, hat mir persönlich ganz gut gefallen. Ja, jetzt haben wir aber noch ein Interview, meine Lieben, und zwar mit Keto. Aber wo ist das Interviewbild? Da ist das Interviewbild, aber wo ist Keto? Hallo Herr Keto, wie geht es Ihnen? Wir möchten Sie gerne zum Interview einladen. Ich muss nur mal ganz kurz gucken, wo dann dieser Keto auch ist. Weil ich warte auf ihn und mal gucken, wo Herr Keto dann am Ende rumschimmelt, ne? So. Also, Keto, wo bist du? Soll ich mal, ich schreibe ihm mal. Na? Mal gucken, wo er ist. Keto, wir brauchen dich. Hat er sich umbenannt? Oh, jetzt muss ich ihn erst suchen, ne? Das ist halt, wie sehr ich die Steam-Liste hasse, ne? Stefan, wo ist Keto?
Wie heißt der Bengel denn auf Steam? Ich warte. Ah, er ist da. Ah, der Herr Kito. Okay. Hallo? Hi. Moin. Mir ist gerade die Lampe ausgegangen, als du ins Discord gegangen bist, die Lampe geplatzt von der Softbox. Alles Schwede. Ja, geil. Ja, wie geht's dir? Herzlichen Glückwunsch erstmal zum 2:0. Nach dem etwas mutigen Statement von den Stofftieren, natürlich für euch wahrscheinlich Routine, das am Ende so gut über die Bühne zu spielen. Ja, wir haben, also sag mal so, wir haben erwartet, dass wir gegen sie gewinnen. Und wir haben aber auch erwartet, dass die zweite Map ähnlich wie die erste ausfällt. Mhm. Aber die haben es schwerer gemacht, als wir dachten. Mhm. Gehen wir mal auf die erste Map ein. Das war ja für euch eigentlich sehr, sehr leicht. Ihr habt 16-4 gewonnen auf der ersten Map. Habt 4 Runden auf der CT-Seite abgegeben. Da wirklich keine Probleme gehabt. Ihr habt auch sehr mutig gespielt. Du warst ja hauptsächlich dann so ein bisschen auch Richtung Banane unterwegs. Da einfach kurz deinen Eindruck, wo ihr eigentlich fast überhaupt keine Probleme hat. Ihr habt dann 4 Runden ein bisschen abgegeben, wo es dann ein bisschen schneller ging, auch Richtung B. Aber hauptsächlich denke ich mal, dass ihr da keine Probleme hattet, oder? Ja, sie haben auch die Banane in ihr angespielt und ich glaube, das war auch der Fehler von denen, dass wir die ganze Zeit zu viert am Arsch stehen konnten, weil sie eben die Banane nie geretaked haben. Ich konnte die ganze Zeit jumpen, hatte die komplette Info und ja, dann ist es halt schwer, auch die Runden zu gewinnen. Mhm. Haken wir einfach das Match ab, das war wahrscheinlich für euch dann einfach so ein bisschen auch warm schießen. Anders war es dann auf Overpass, wo du auch schon gesagt hast, da haben sie das Leben euch ein bisschen schwieriger gemacht. Sie haben 8 Runden auf der T-Seite holen können. Wie war da so die Stimmung im Teamspeak? Ihr hattet ja so ein bisschen den haklichen Start, ihr habt die Pistol Round verloren, danach die Nachfolgerunde, dann sind die Runden halt auch sehr schnell bei den Stofftieren zusammengekommen. Was war dann so der Call, was ihr umstellen wollt? Also die Pistole, die kann man halt mal verlieren, ne? Da so 50-50 ist ein bisschen random. Und ja, die erste Waffenrunde, die habe ich eigentlich verloren, weil ich zu aggressiv, sage ich mal, gespielt habe. Ja, und dann, ich glaube, dann haben wir sogar den Force bei danach geholt oder den Pistol Armor bei. Genau. Ja, und dann haben wir uns einfach gesagt, wir müssen einfach defensiver gegen die stehen, weil ich glaube, die hatten keine wirklichen Executes, die sind einfach nur zusammen rumgelaufen und da hatten wir leichtes Spiel, als wir dann auf dem Spot geblieben sind. Mhm. Ja, so seid ihr dann noch auf 7 Runden gekommen. Und auf der T-Seite lief es ja wie geschmiert. Ihr habt die Pistol Round verloren, wie du schon gesagt hast. Das kann ja mal passieren. Die war auch sehr knapp. Und dann, was bei euch so das Spiel war, was am meisten aufgefallen ist, es sah so aus, als hättet ihr von Anfang an einen Gameplan gehabt, was gegen die Stofftiere einwandfrei funktioniert hat. Und das war meistens sehr auf Contact zu gehen und schnell den Untergrund einzunehmen und dann Richtung Sumpf zu kommen. Ja, die haben uns halt auch immer wieder den Freiraum gegeben da am A. Also so wie ich das mitbekommen habe, da sie haben halt jede Runde kurz eingenommen. Und dadurch haben wir halt jede Runde die Toiletten-Area for free bekommen, Picknick. Und ja, sie wussten nicht wirklich, wie sie uns dann stoppen sollen, wenn wir den Execute spielen. Mhm. Ja, und dann hat es am Ende ja für 9 Runden gereicht. Also ihr habt dann ja auch keine Waffenrunde mehr abgegeben, kein Force-Buy etc. Gehen wir auf eine andere Frage noch ein, weil die Matches waren ja so ganz eindeutig. Ihr steht jetzt mit in der 99-Damage-Liga, steht ihr damit, wenn ich es richtig sehe, mit den Panthers zusammen auf Platz Nummer 1. Können wir vielleicht mal einen ganz kurzen Blick drauf werfen. Wie sieht bei euch so die Season aus? Wie weit habt ihr euch vorbereitet im nationalen Bereich, auch für die Meisterschaft jetzt? Wie ist da so euer Plan? Auch nach dem Wechsel jetzt. Ja, also vorbereiten tun wir uns eher weniger auf die deutschen Teams, wenn dann nur auf ESG, weil die muss man halt ernst nehmen. Mhm. Die sind halt ziemlich gut unterwegs gerade. Ja, und sonst bereiten wir uns mehr für die LANs jetzt vor. Jetzt am Wochenende fahren wir nach Polen, nach Posen auf eine LAN und dann nächstes Wochenende, also das Wochenende darauf, fahren wir nach Paris auf eine LAN. Ja, und da ist es uns natürlich wichtiger, uns darauf vorzubereiten. Wie ist das jetzt so für dich, ne? Weil ihr in letzter Zeit sehr aktiv unterwegs seid, wenn es darum geht, international euch zu zeigen. Wie sind da so die Ziele
ihr nehmt ja dadurch auch sehr viel Erfahrung mit. Jetzt steht ja auch die Mountain Dew League an, wo ihr wahrscheinlich euch auch versuchen wollt, dann auch für die ESL Pro League zu qualifizieren. Oder beziehungsweise, es ist ja eine Preseason, die man dann erstmal so mitnimmt und mal zu schauen, was macht das Teilnehmerfeld und dann in der nächsten Season durchstartet. Wie weit sind da eure Ziele oder wie weit siehst du da euren Fortschritt gegenüber, sagen wir mal, den letzten 3 Monaten? Ich glaube, seitdem wir Konsole haben, sind wir auf jeden Fall deutlich besser geworden. Wir können mit, sag mal, also wir können eigentlich mit allen Teams aus der MDL mithalten. Mhm. Ja, unser Ziel war eigentlich, aufs Minor zu kommen, aber wir konnten aufgrund der LAN jetzt in Russland konnten wir schon 2 Qualifier nicht spielen. Mhm. Und ja, dann sind die beiden, die wir gespielt haben, ein bisschen unglücklich gelaufen. Hätten wir eigentlich gewinnen müssen, aber passiert nun mal. Ja, so ist es halt manchmal im Leben, ne? Die andere Sache ist, ihr wart ja in Russland und habt da den Einzug auf die ESL One Cologne verpasst. Hat euch das hart getroffen? Weil es ja halt schon so ein Event ist, wo ich sagen würde, ich glaube, davon träumt jeder deutsche Spieler, auf der ESL One Cologne zu spielen. Ja klar, also ich glaube, einfacher wird man es nie, also eine einfache Chance als die, die wir da hatten, wird man nicht bekommen. Ja. Aber ja, das war mein erstes großes, sag ich mal, großes Event, wo es um was geht. Mhm. Ich war ziemlich schlecht und ja, keine Ahnung. Ja. Hätte ich besser gespielt, hätten wir auf jeden Fall mehr machen können. Mhm. Ja, das nimmt man ja auch dann als Erfahrung mit und es kommen ja noch ganz, ganz viele LANs. Und es freut mich natürlich auch für euch, dass ihr jetzt in letzter Zeit so aktiv unterwegs seid und euch international zeigt, weil das ist natürlich auch zum Beispiel wahrscheinlich auch gut für dich, um einfach auf internationaler Bühne auch viel, viel Erfahrung zu sammeln. Denkst du, du lernst dadurch sehr viel dazu in der letzten Zeit oder denkst du, da ist noch mehr Potenzial nach oben? Ja, es ist auf jeden Fall noch mehr Potenzial nach oben, aber klar lernt man mehr, wenn man gegen bessere Teams spielt. Davor habe ich ja nur mit Berserk, sag ich mal, in den deutschen Ligen gespielt. Und gegen also schwächere internationale Teams. Aber wenn man jetzt, sag ich mal, regelmäßig gegen die guten Teams spielt, ja klar wird man dann dadurch besser. Mhm. Gut, dann bedanke ich mich bei dir. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg. Nächste Woche geht ja auch wieder die Meisterschaft los. Da auch einen guten Start für euch. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ne? Genieß es. Dankeschön. Und dann hören wir uns die Tage irgendwann bestimmt. Ne? Vielleicht zum nächsten Interview. Hau rein, ne? Ciao. Alles klar. Ciao. So, das war's von meiner Seite. Wirklich sehr nette Eindrücke, auch mal was außerhalb des nationalen Bereiches abgeht, und zwar international bei ATEX. Und da ist in letzter Zeit wirklich sehr viel los. LANs, größere Turniere, wirklich sehr, sehr gut. Und ATEX macht in der letzten Zeit wirklich einen sehr guten Eindruck und zeigt viel Potenzial nach oben. Und ich freue mich drauf, was ATEX uns in nächster Zeit zeigen kann. Auch was die Stofftiere uns in der 99 Damage Liga zeigen. Da nochmal einen ganz kurzen Blick drauf. Mal gucken, ob das schon aktuell ist. Ich aktualisiere es nochmal genau. Jetzt ist es nämlich aktuell. Oder? Na, ja, jetzt ist es aktuell. ATEX führt damit erstmal mit den Panthers zusammen die Tabelle an. Die Stofftiere rücken auf den letzten Platz erstmal, weil sie halt 0-4 haben. Aber ich denke mal, man kann schon mal sagen, die Stofftiere haben schon mal die schwersten Gegner hinter sich, einmal die Panthers und einmal dann halt die Jungs von Alternate. Dann kommt jetzt noch Euronics und dann kann es bergauf gehen. Also ich denke mal, da ist auf jeden Fall Potenzial dran drin für die Jungs von den Stofftieren. Heute hat man auf jeden Fall schon mal so das kleine Aufblitzen gesehen. Mal gucken, was es in nächster Zeit noch gibt von den Jungs. Und von meiner Seite war es das jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein kleiner, netter Cast. Und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische ab 16 Uhr. Ist es ab 16 Uhr? Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, aber lasst mich nicht lügen. Auf jeden Fall, morgen übernehme ich wieder die ESL One Belo Horizonte. Und da sehen wir uns dann wieder zu altgewohntem internationalen Counter-Strike. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Einschalten und ich wünsche euch noch viel Spaß jetzt bei der ESL. Bleibt auf jeden Fall dran, bleibt uns treu und bis die Tage. Ciao.